Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute bei einem Golf 7, Baujahr 20, ist aber wurscht, ob das ein Vorfacelift, ein Facelift ist, ist egal. Wenn ihr die Zündung anmacht, oder das kann auch unter der Fahrt passieren, dass hier im Tacho, jetzt piepst er gleich, weil die Tür offen ist, dass hier dann drin steht Druckverlust. Braucht ihr erstmal nicht erschrecken, Druckverlust erkannt, alle Reifen prüfen und Reifendruck speichern. Darum soll es nämlich heute gehen. Weil einen Reifendruck könnt ihr jederzeit an der Tankstelle und in der Werkstatt prüfen lassen. Lasst da, weiß ich nicht, in der Werkstatt einfach ein 5er Trinkgeld da, dann prüfen die das. Wenn kein Reifen platt ist, was ihr eh eigentlich direkt sehen würdet, macht euch keine Sorgen, ihr könnt ruhig noch weiterfahren. Darum geht es meistens, sowas leuchtet meistens auf, wenn dann der Wechsel zwischen Winter und Sommer oder Sommer und Winter ist. Einfach durch die Temperaturen, Luft dehnt sich mehr aus, Luft dehnt sich weniger aus. Die Werte für die Reifen findet ihr hier in der Tür. Hier sind die Luftdruckwerte für nicht beladen und hier stehen normalerweise auch die Reifengrößen drin. Also in der Tür findet ihr auf jeden Fall die Werte, wie viel Druck braucht ihr in den Reifen. Wenn wir dann alle Drücke am Reifen geprüft haben, also alle vier Reifen natürlich und festgestellt haben, okay, es fehlt nichts, das ist keiner platt, das hat keiner Loch oder irgendwas, können wir den Reifendruck zurückstellen. Zündung an. Warten, bis das Ganze hochfährt. Gehen auf K, Setup, Reifen, Reifenkontrollanzeige, Set. Entsprechen alle vier Reifendrücke den geforderten Werten, bestätigen. Reifendruck wurde aktualisiert bzw. gespeichert. Nehmen wir den Schlüssel einfach nochmal raus, machen die Zündung nochmal an und jetzt dürfte nichts mehr kommen. Woran ihr übrigens seht, dass ihr ein Reifendruckkontrollsystem habt, ist dieses Logo hier im Tacho. Wenn ihr hier die Zündung anmacht, kommt dieses Logo hier mit dem Ausrufezeichen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend und Nacht. Wann immer das Video seht, lasst euch gut gehen. Bis dahin. Ciao.